So, meine Freunde, ganz willkommen zurück zu Let's Play Rising World. Wir sind schon wieder über 20 Minuten gekommen. Irgendwie kriegen wir es nicht gebacken, hier mal richtig in der Zeit zu bleiben. Aber ich muss sagen, das sieht richtig interessant hier aus. Das gefällt mir total. Haben wir wirklich gut gemacht hier. Und jetzt werden wir zum ersten Mal in unserem neuen Bett schlafen. Ach ja. Immer so mit dem Blick auf die Tür. So, guten Morgen. Boah, die Tür sieht so doof aus. Die müssen wir auf jeden Fall noch was ändern. Okay, die Bäume, die wachsen. Die wachsen aber, Alter. Alter. Krass. Jetzt kann man sie aber fällen. Hier werden wir auf jeden Fall wieder einen Baum setzen. Und der wird dann auch hier stehen bleiben. Das Ding liegt auf unserem Haus. Das Ding liegt auf unserem Haus. Ja, geil. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Da ist noch einer. Ernsthaft jetzt? Lol, okay, man kann das da durch einsammeln. Super. Den lassen wir hier mal stehen. Den hier genauso. Aber hier sind noch welche, die ganz... Haben wir Ersetzlinge bekommen? Nö, natürlich nicht. Der bleibt stehen. Der sieht nämlich hier so richtig toll aus. Diese Bäume müssten wir hier hinsetzen. Die sind nämlich richtig klasse. Aber den da, den können wir auch schon wieder umhauen. Die Ziege. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Ziegenmilch, wer weiß. Wäre auch ganz lustig. Wenn man hier wirklich alles ausnutzt, juckt die nicht. Wenn man hier wirklich alles ausnutzt, aber was man denn hier so machen kann. So, dann haben wir hier den nächsten. Noch irgendwo was? Setzling? Nö. Na gut. Warum habe ich hier einen Setzling? Was? Okay. Irgendwie war der Baum noch nicht ganz fertig oder so. Ich weiß es nicht. Das sah auch gerade ziemlich komisch aus. Muss man jetzt auch mal so sagen. So. Langsam aber sicher geht's hier ab. Oh, wir haben Kürbis gefunden. Und Setzlinge. Geil. Die Setzlinge kommen dann auch direkt vor unserem Haus. Dass wir auch so ein bisschen gemischtes Zeug haben. Ich weiß gar nicht, wie es ausschaut. Ob man da irgendwie groß auch tolle Wege bauen könnte oder sowas. Das wäre vielleicht mal eine ganz nette Sache. Was? Ja, gut. Auch irgendwo Setzling oder sowas? Nö, was ist das? In Peak. Ein kleines Schweinchen. Gut. Das war eine Kuh. Oh, wie riesig diese Bäume einfach sind. Richtig geil. Gut, dann werden wir, ich würde sagen, hier vorne so einen Baum noch pflanzen. Und hier kommt auch noch so ein Ding hin. Und den platziere ich einfach hier jetzt. Also, genau. Was bist denn du für ein Ding? Oh, cool. Hinkt das da? Alter, krass. Ich glaube, ich hätte die Höhlen einfach ausmachen sollen. Das sieht manchmal, sind das hier einfach nur irgendwelche Riesenklopper. Und das sieht dann noch nicht mal wirklich schön aus. Was ich jetzt aber gucken wollte, gibt es hier sowas wie Zäune? Ja, war doch was mit Absperrung. Schranke, sowas. Aber sowas meine ich. Lol, was?
Es gibt einen fucking Leitpfosten. But lol, ja gut. Na klar, eine Heizung. Mit Leitern, das verstehe ich ja. Alter, krass. Lüftungsabdeckung. Was? Wir können sogar ein Gefängnis bauen. Kisten. Da haben wir ja noch genug Platz. Da brauchen wir erstmal nichts. Yo, geil. Alter, was ist... Wegweiser. Was ist denn los? Also so ein Tisch verstehe ich ja. Aber krass. Ein Bürostuhl. Okay. Eine Bank ist ja wieder was Gutes. Ein Gartenstuhl auch. Eine Couch, ein Thron. Was? Verschiedenes. Klavier, ein Grillrost. Ein Smoker. Na, da waren wir ja schon. Marktstand. Was ist denn los, Alter? Schränke, ein einfaches Regal. So ein Ding könnte man vielleicht auch mal machen. Sollte man das machen? Kann man das reinstellen? Egal, zu spät. So, das stellen wir hier mit rein. Aber hier doch dann recht viel Platz haben irgendwie. Wo wollen wir hinstellen? Hier? Das ist irgendwie falsch rum. Drehen. Warte mal, ist es zu groß? Oder liegt das an der Fackel? Platzieren. Jetzt brauchen wir das da hinten noch nicht mehr ändern. Kann man da jetzt auch was reinlegen irgendwie? Natürlich nicht. Das wäre ja auch wieder zu einfach. Man könnte das ja auch machen. Aber nö. Okay, wie viel verwandeln das? Wir brauchen noch irgendwas mit 40. 48 oder sowas. Einmal mal hergestellt. Oh, das konnte man ja auch hier machen. Die Werkbank. Die Sägebank. Oh, 32. Ja, gut. Die setzen wir hier hin. Hätte ich jetzt so gesagt. Und zip, jetzt haben wir auch die Sägebank hier. Nice. Hätten wir auch wieder andersfarbig machen können. Oh, ich vergesse das immer. Und einsammeln. Weißt du, wir nehmen einfach aus dem brennenden Ofen Barren raus. Ist richtig normal. So, jetzt haben wir hier ja noch. Da haben wir noch was. Komm. Das machen wir erstmal kurz aus. Ach, das war ein Stein. Das hier wollte ich haben. So. Hallo, so, genau. Dann kommt da hin. Alter, wie viel haben wir denn? Jetzt haben wir keine mehr. Haben wir noch was? Das ist Erde. Das ist alles Erde. Wir haben schon Eisenbachen, ja. Ich weiß zwar nicht, wo wir die her haben, aber gut. Vielleicht gucken wir da jetzt einmal noch mal in der Höhle. Können wir vielleicht nochmal einen Amboss machen. Also ein Amboss. Und dann sehen wir ja, was wir dann haben. Wir brauchen Licht. Dafür brauchen wir Stöcker. So, genau. Und Fackel. Ne, Fackelhalter brauchen wir auch noch, ne? Ja, genau. So. Und zwei Fackeln. Dann kommen die Fackelhalter jetzt zum Einsatz. Einer. Hier, nicht, okay. Dann kommt der einfach. Hallo, ich möchte ihn da gerne oben hinsetzen. Gut, dann kommt der halt hier hin. Und die Fackel. So, jetzt sehen wir auch wieder was. Was ist was? Ist das? Was ist das? So, was haben wir jetzt? Oh, geil, das ist Eisenerz. Geil, das brauchen wir. Aber es ist so ein Gemisch. Hier ist auch wieder dieses Wolferz, oder nicht? Weil das hier ist auch wieder was anderes, oder nicht?
Ne, es ist alles Eisenerz. Geil. Das ist doch schön. Können wir vielleicht doch unseren Ofen noch, unseren Amboss noch machen. Geile Sache. So will ich das haben. So, da haben wir auch noch was liegen. Hier ist auch noch was. Alles mitnehmen, was geht. Da ist auch noch was. Denke ich jetzt mal. Wie fahren wir denn jetzt? 36. Was ist das? Mehr haben wir hier nicht. Doch, was ist das? Oder ist das hier dieses Wolfsding? Eisenerz 36. Ne, das hier ist jetzt Kupfererz. Oder ist das so ein Gemisch? Ich weiß es nicht. Dann gibt es ja so viel zu entdecken, da muss man einfach gucken. Hoppala. Jetzt habe ich auch so den losgelassen. 36 haben wir nur. Mit dem, was wir da noch haben, vielleicht reicht das. Vielleicht reicht das. Aber wir müssen jetzt sowieso noch ein bisschen Stein sammeln. Weil wir ja jetzt gerade noch was im Ofen haben. Das heißt, es dauert noch ein paar Minutes. Wie lange genau, weiß ich bis heute immer noch nicht. Aber wie ich das bisher so gesehen habe, scheint ja Rising World euch schon so ein bisschen zu interessieren. Sind auf jeden Fall mehr Views als zum Beispiel bei COD oder sowas. Ist auch irgendwie verständlich. Finde ich auch richtig klasse von euch. So. 38 haben wir. Wie viel Stein haben wir jetzt? Warte mal. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ach. Das hier nehmen wir nochmal mit, dann sieht das hier nicht so doof aus. Wie wir einfach immer tiefer hier hinabsinken. Was haben wir hier noch? Das war doch jetzt auch Eisen. Nee, doch nicht. Alter, wir bauen uns schon so eine eigene Höhle hier. Genial. Nur diese Tür, die stört mich so heftig. Das hier ist wenigstens eine vernünftige Tür. Okay, das dauert noch. Was können wir denn währenddessen machen? Was haben wir denn hier? Wir haben noch einen... Kann man den Kürbis eigentlich auch zerschneiden oder so? Nö. Aber wir können Melone essen, weil wir was trinken müssen und was essen müssen. Dazu nehmen wir noch einen Apfel. So. Wir haben Holz. Wir haben Holz. Wir könnten irgendwas machen. Wir können uns da nochmal umgucken. Nee, das war... Das wollte ich nicht. Hier, vielleicht können wir uns da jetzt mal... Ich habe einen besseren Plan. Wir machen uns jetzt eine Terrasse. Also jedenfalls so gut, wie ich das jetzt so hinbekomme. Nee, das ist garantiert keine Terrasse. Marmor. Das sieht schon interessanter aus. Nehmen wir das hier. Das nehmen wir. Wollen ja auch ein bisschen was machen. Machen wir mal 32 Stück erstmal. Oder machen wir 39. Dann haben wir wieder eine glatte Zahl. So. Und die werden wir jetzt vor diesem Gebiet platzieren. Weil hier wollen wir auch nochmal arbeiten. Hier funktioniert das nämlich nicht. Okay, der Anfang sah da schon ein bisschen besser aus. Egal. Nein, da wollte ich den nicht hin haben. Oh, jetzt hat er da wieder unten einen platziert. Da, wo er nicht hin soll. Nein, ich will das da nicht unten haben. Weil hier geht es ja sowieso bergauf. Da lohnt sich das nicht, so tief zu gehen. Okay. Machen wir jetzt alles. Dann sind wir wenigstens... Das nehmen wir jetzt erstmal kurz mit. Hat Priorität. So. Und jetzt kommt direkt
das Eisen da rein. Das war doch jetzt das Eisen. Nee, das war Stein. Das hier ist das Eisen, oder? Eisenerz, genau. So, da einer hin. So, genau, genau. So. Aber richtig viel Eisen. So. So, wo waren wir denn hier? Wir waren bei Marmor. Und haben das Dunkle hier gemacht. Machen wir Max 40. So. Dahin und auf geht's. Wie viel haben wir? 3 Stück. Dann machen wir jetzt 4. 5. 6. 7. Machen wir erstmal hier so einen Kreis, wenn das geht. Und dann müssen wir gucken, dass wir auch irgendwann so einen Zaun oder sowas ziehen. Mal gucken. Oh, geil. Langsam sieht das hier doch mal nicht schlecht aus. Muss man jetzt... Da muss ich mich einfach mal selber loben. Für das, was wir hier jetzt noch nicht mal 10 Folgen haben... Haben wir schon ein bisschen was angesammelt. Es gibt zwar noch viel, 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 viel mehr, aber... Ja. An sich einfach geil. Wir machen jetzt noch das fertig. Und dann ist das auch schon wieder zu Ende. Ich will locker sind wir jetzt schon wieder in Überlänge. Ich habe so kein Zeitgefühl. Ich gucke zwar auf die Uhr... Aber dann vergesse ich, wann ich angefangen habe. Das ist dann wiederum blöd. Ist das hier irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Schon wieder 29 Stück. Machen wir aber ja so, dass wir hier so 60 haben oder sowas. Und dann reicht das. Weil an sich geht das mit dem Stein zu machen ja richtig schnell. Vielleicht werde ich wirklich mal offscreen einfach mal... eine halbe Stunde oder sowas hier einfach nur auf den Stein rumkloppen und dann haben wir hoffentlich ein bisschen Stein. Ein bisschen viel Stein. So, das war's. Und hier müssen wir auf jeden Fall wieder gucken, dass wir dann Fackel setzen, dann wird es nämlich schon wieder dunkel. Boah, sieht richtig geil aus. Hat was. Gut, die Blockbank haben wir drinnen. So. Wo ist denn das? Bin ich jetzt doof? Da war Marmor. Mama. 38. Einfach erstmal so. Und wie schaut's hier aus? Läuft. Oder schmilzt. Gut. Ey, ich muss hier hoch. Ja. Oh, jetzt haben wir auch dieses scheiß Gras hier weg, ey. So, dass wir hier nicht gleich wieder so tief in die Erde gehen. So. Ah. Sieht doch schon nicht schlecht aus. Aber irgendwie sieht das Haus jetzt hier ein bisschen kleiner aus. Aber ist ja egal. Wie konnte man das Geländer denn machen? Hat das irgendeinen Sinn? Dekoration? Nein, ich will keine Vase... Ja, gelol. Warte, wir haben noch ein Geweih. Wir haben so ein Geweih. Was machen wir später? Krass, geil. Nein, das wollte ich gar nicht. Wo ist denn das? Geländer. Handlauf schräg, lol. Dafür überall Eisen brauchen. Es gibt sowas noch gar nicht so wirklich, glaube ich. Schade. Haben wir noch irgendwas, was uns jetzt... Ein Vorschlaghammer kann verwendet werden, um Stein auszuglätten. Was? Um Ackerbau? Eine Hake! Um den Boden auszu... Wenn sie...
kann Gras geschnitten werden. Deutlich effektiver als die Sichel. Boah, krass. Wir müssen unbedingt dieses Ding und Nudelholz. Heftiges Zeug. Was war hier jetzt unter Hilfsmittel? Okay. Oh, geil, ein Schwert. Okay, Morgenstern. Ja, klar. Bauen hier so ein Haus und dann machen wir uns einen Morgenstern. Ist klar. So, ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir hundertprozentig den verdammten Amboss bauen. Kann noch mal ganz kurz gucken, wie viel brauchte denn der. Das war hier, Werkbank. Amboss. 24 Stück. Das kriegen wir hin. Und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter mit Rising World. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao.